So, herzlich willkommen zur noch komplizierten Version vom letzten und neunten Spieltag der BBL gegen den guten Keda und sein Team Ente gut, alles gut. Wahrscheinlich das mit Abstand gehypteste Match, das ich seit langem hatte. Neben dem nächsten Galarian Uprising League Match, das man sich bitte angucken sollte, weil ich gegen Barry im Semifinal spiele und ich endlich die Rache für den Spieltag 1 möchte. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir uns erstmal nochmal das Matchup an und vorher kurz zu meinem Team mit der Quick Rundown. Ich bin Choice Brax, Dragapult, nochmal Leftovers Excadrill, ein offensives Weezing Galar, ein Live-Op Lycanroc mit Sword Stance, ein Smooth Rock Hippopotas und ein Lead Sash Mawile mit Stealth Rock, Metal Burst, Knockoff und Play Rough. Außerdem bin ich physisch defensiv für Weavile. Ich glaube, die größte Überraschung, die ich hatte, als ich dieses Matchup gesehen habe, war keine Sander Conda. Sander Conda ist eigentlich huge gegen mich, weil es alles paralysieren kann. Meine beiden besten Breaker, Walt und halt immer Dragapult reinforce, der ihn halt, Draco drücken müsste, um ihn zu töten. Und er hat halt Corviknight als Switch. Und deswegen ist das eigentlich nie sonderlich gut. Aber ich würde sagen, wir springen direkt in das Spiel rein. Wobei wir vorher natürlich, weil ich es immer vergesse, kurz über Steel. Ich habe schon gesagt, Lead Mawile. Dementsprechend werde ich natürlich mit Mawile leaden. Er hat auch keine Sander Conda, deswegen war es sehr wahrscheinlich, dass sie mit Darmanitan leadet, um irgendwas kaputt zu machen. Gerade weil bei Mawile Lead nicht mal unwahrscheinlich ist. Dementsprechend Lead Matcher ab. Wir sehen Darmanitan in mein Mawile. Wenn er, er hat hier halt zwei Optionen. Entweder er drückt hier die U-Turn, weil er erwartet, dass ich rausgehe. Oder er drückt hier jetzt den Flare Blitz. Flare Blitz ist das, was ich erwartet habe. Dementsprechend drücke ich hier garantiert Turn 1 Metal Burst. Und wir sehen, Flare Blitz, er bringt mich auf meinen Sash runter. Ich krieg nicht mal den Burn. Und Metal Burst, One Hit. Für die Leute, die es nicht wissen, Metal Burst ist wie Konter und Mirror Cape. Nur, dass es auf beide Seiten funktioniert und nicht den doppelten Schaden zurückwirft, sondern den anderen halbfachen. Das heißt, der Multiplier vom Schaden wird mal 1,5 genommen. Mawile hat nicht die beste HP-Base, es reicht aber, weil Darmanitan zwar eine gute hat, aber 1,5-fach von 99% Schaden plus den Recoil, den er bekommen hat, immer noch One-Hitted. Und dadurch bin ich einen seiner besten Breaker los. Und das entlastet zudem mein Team halt noch. Er geht hier in Weavile. Drückt hier Ice Shard. Ich war fast überrascht, dass er hier Ice Shard, weil ich tatsächlich ein SD-Set erwartet habe. Ich bleib jedoch drin und drücke Play Wrath, denn falls er Set hat, kriege ich hier massiven Chip-Damage auf ihn. Er drückt jedoch Ice Shard, ich opfere meinen Warball und kann jetzt verfügen mein Weezing. Er geht raus, was mir eigentlich schon fast zeigt, dass er ein Bandset sein muss, weil ein Triple Axel sehr guten Schaden machen könnte. Und wenn er Sash ist, wenn er Sash ist, könnt ihr hier Sword setzen. Er geht in Corviknight, ich punish das mit dem Fireblast, weil es klar war, dass er reinkommt. Und taunt hier, um seinen Roost zu verhindern. Das Speed Investment hat sich dementsprechend auf Weezinger Lage gelohnt. Er geht hier auf Vaporeon auf meinen nächsten Fireblast, kriegt keinen Schaden. Aber es ist okay. Ich taunte hier wieder. Er predicted das sogar sehr gut und spielt schön direkt mit dem Scald. Ich werde nicht geburnt. Allerdings war das Relevante am Taunt, weil habe ich den Taunt einfach geklickt, damit er nichts hochwischen kann und auch so nicht weiter Shenanigans macht. Ich gehe hier in Dragapult, weil ich nochmal den Scald erwarte und so am leichtes reinbekommen. Ich möchte Chip damit Schaden, drücke Draco. Dieser geht daneben. Ice Beam macht sehr guten Schaden. Ich lebe den aber. Tatsächlich ist es mir relativ egal, ob Dragapult hier stirbt oder nicht. Dragapult ist in dem Matchup nicht so wichtig, auch wenn es sehr schön an Corviknight vorbeikommen kann. Allerdings muss ich hier verwenden, dass er Free Wish prompt, drücke nochmal Draco und der misst schon wieder. Dadurch, dass ich kein Chip Damage auf Vaporeon bekommen habe, darf ich direkt wieder rausgehen, muss in Weezing gehen und Weezing hier eigentlich schon abwerfen. Er kriegt hier auch noch den Burn, ist damit Full Life. Ich bin zumindest schneller. Ich drücke hier Taunt, weil ich verhindern muss, dass er wieder Setup werfe dementsprechend Weezing ab. Gehe wieder raus, drücke hier nochmal Draco. Dieser trifft diesmal aber halt Corviknight. Und Corviknight zu treffen ist zwar schön und gut, mattert aber leider nicht wirklich. Der ist nämlich zu tanky. Wir sehen hier, ich gehe mit dem Popotas auf sein Corviknight, während er roostet. Um die Zähne zu setten, ich möchte Rocks haben.
gucken, was er hier weiterhin macht. Ich wollte zu dem Excadrill gehen, um zu gucken, was er macht. Ich muss ein bisschen rumspielen. Gehe jetzt in Dragapult, damit ich Dragapult safe reinbekomme, weil er Body Pressed. Und er muss hier Angst vor dem Fire-Move haben. Er geht in Throw, während ich einfach Shadow Ball drücke, weil ich den Neutral Coverage und den Hit auf Aquana haben wollte. Der Drop hat an sich nicht gemeldet, gerade durch den Sand, sollte es nicht und sollte Magic Wave sein. Und ich trade jetzt Throw gegen mein Dragapult. Jetzt wird's interessant, denn ich muss die letzten zwei Sand Turns nutzen, um mit Lycanroc Pressure aufzubauen. Er geht in Corviknight, ich Sword Stance hier und er predicted mal, dass ich banned bin und einfach für die Edge gehe. Und jetzt habe ich ein plus 2 Life Orb Lycanroc. Ich habe eine gute Roll, dadurch, dass er speziell defensiv sein muss, das habe ich vom Schaden her gesehen, mit der Stone Edge ihn zu töten. Kriege ich die Stone Edge Roll und töte ihn hier, gewinne ich eigentlich on the spot. Denn ich kann immer noch mal Sand aufsetzen und ich breche mit Excadrill plus Lycanroc durch seine Defensive durch. Dementsprechend, ich gehe für die Stone Edge, die Mist. Er kriegt die Body Press, aber eine lebe ich. Es war dennoch sehr unfortunate, denn jetzt ist der Sand weg. Ich kriege hier dafür aber die Stone Edge Roll. Und das war noch viel wichtiger, als dass die erste Stone Edge Mist. Denn nur so habe ich noch Chancen zu gewinnen. Dann geht ein Weavile und geht hier für die Ice Shard. Dementsprechend gehe ich raus in meinen Hippopotas, um nochmal 8 Turns zu Sand zu bekommen. Schrecklich 7, weil ich nicht direkt sterbe. Und eigentlich sind es dann nur 6, die ich effektiv nutzen kann. Aber dadurch, dass er auf Ice Shard gelockt ist, kann ich jetzt in Excadrill gehen. Ich weiß, dass Helios reinkommen wird. Ich muss hier Sword setzen. Ich brauche die Power. Und ich brauche dieses Sweeping-Potenzial. Es sind noch 5 Turns. Ich kriege den ersten Kill auf Helios. Damit sind es noch 4 Turns Sand. Ich drücke hier Earthquake auf Vaporeon. Das lebt es natürlich. Wir sehen die Aggroth Berry, die sehr problematisch ist. Jetzt haben wir noch 3 Turns. Ich meine, ich lebe das. Aber mit einem Burn wäre die Aggroth Berry unfassbar toxic gewesen. Ich habe noch 2 Turns Sand. Er geht in Weavile und Ice Shardet hier. Lockt sich darauf. Diese würde auch mein Lycanroc töten. Jetzt das Relevante. Accelerock wäre langsamer, weil Lycanroc langsamer als Weavile ist. Punkt ist, da ich durch Sandrush bin und mein Speed verdoppelt, bin ich schneller als Weavile und kann mit dem Accelerock das Weavile one-hitten. Und damit gewinne ich 1-0 gegen Keda in einem unfassbar schönen Spiel, das unfassbar anstrengend war zu spielen. Denn das Spiel wollte nicht, dass ich gewinne. Die beiden Draco Misses waren unfassbar nervig, denn einer der beiden hätte ich den ersten bekommen. Also den ersten, hätte der erste Draco getroffen, hätte der zweite, hätte ich ihn gezwungen rauszugehen. Und der zweite hätte halt entweder Vaporeon gekillt oder nochmal Chip Damage auf Corviknight geforst. Und wäre Vaporeon los gewesen, wäre das ganze Matchup nicht so schwer geworden. Oder Corviknight low viel eher. Das Relevante ist hier jedoch, wir haben gewonnen. Und damit kann ich die Standings der BBL-Gruppe E zeigen. Und wir sehen, wir sind auf Platz 2. Der gute Girem hat gewonnen. Damit Shoutouts an den Guten, der mich besiegt hat. Selbst wenn leicht Text involviert waren, aber das ist ja egal. Und dadurch, dass direkte Vergleich über der KD gewertet wird, sind wir vor Keda und ich bin damit Platz 2 und komme in Division 1. Auch nochmal ein Riesenshout an Keda, weil das ein unfassbar basiges Game war. Wobei ich all das jetzt nochmal in einem Fazit abhandeln werde, dass ich mich morgen setze. Definitiv eine super spaßige Liga. Ich fand jeden Kampf schön. Leider die eine Ausnahme, dass ich nicht gegen Moritz spielen konnte, weil Muffin ja leider die Liga gequittet hatte. Ich finde es immer noch unfassbar lustig, wie hart mich dieser Win tatsächlich im Endeffekt jetzt ahead gebracht hat. Auch wenn ich es leider nicht vernünftig ausspielen konnte. Damit verabschiede ich mich. Hier für den Kampf würde ich fast sagen, check die Live-Version aus. Es war eigentlich sehr, sehr unterhaltsam. Ich würde sagen, ciao. Wir sehen uns bei der Galarian Uprising beim Fazit. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Draft-Liga. Ciao.